Wir haben jetzt eine kleine Upgrade-Reise hier. Mein erster aufgenommener Clip, dieser hier mit einem Freeze, genau an dieser Stelle gleich, wo die Aufnahme gefreezt ist, nicht das Spiel drin. Es war ein gutes Spiel. Leider hat das Aufnahmegerät, das ich verwendet habe, nicht hingehalten. Ich habe ein Elgato gekauft, was ich für PS4 Recordings jetzt nehme. Recordings, netter Dialekt. Und die Software vom Elgato hat nicht ganz geklappt. Jetzt mit OBS, mit einer anderen Software, klappt es viel besser. Habe jetzt viele Einstellungen auch durchführen müssen und ein bisschen was herausfinden. Und dieser Shotgun-Clip sieht man jetzt auch, dass über diese drei Clips die Qualität viel besser geworden ist. Ja, und dann gehen wir wieder zurück zu einem Spiel, wo die Qualität noch nicht so gut war. Naja, es geht. Auf der Schneemap. Demjansk sieht man es eh nicht so stark, was nicht passt. Aber über dieses ein plus Monat, wo ich ziemlich viel Code aufgenommen habe, nicht alles noch fertig bearbeitet habe und es nicht alles wirklich in guter Qualität ist. Outriders habe ich komischerweise ziemlich schnell herausgefunden, was ich brauche, damit die Qualität für das Spiel besser ist. War bei Call of Duty. Ich verwende es auch zum Testen, meistens neue Sachen testen, wie Filter, Tonfilter. Und es ist immer natürlich ein Work in Progress, wo ich immer schaue, was ich verbessern kann, was noch dazu kommt. Weil zwischendurch fressen die Videos auch ziemlich viele Gigabyte. Überhaupt Outriders, wo ich zwischendurch dann mit 50 Gigabyte arbeiten muss, ob ich es hochlade, wahrscheinlich nicht. Dann muss ich es ein bisschen cutten oder irgendwas noch dazu reingeben, damit die Gigabyte weniger werden. Ich habe zum Beispiel ein Outriders-Spiel auf Land der Dürre hochgeladen, ein 40-Minuten-Video, was auf 50 Gigabyte circa gekommen ist. Was dann auch viel zu viel natürlich ist. Da brauche ich 2 Tage wahrscheinlich, dass das dann auf Full HD bearbeitet wurde. Und habe es dann einfach zum Schluss noch ein kurzes Bild reingehaut, damit das dann runtergeht, weil mit den meisten Bearbeitungsprogrammen, überhaupt die Gratis, was ich benutze, wie Windows Movie Maker oder FilmForth, da braucht man einfach ein bisschen, ich meine, es ist nicht schwierig zu lernen, deswegen nehme ich sie, das sind leichte Gratis-Tools, aber es ist nicht ganz ohne Qualitätsverlust und deswegen spare ich auf der einen Seite mehr Gigabyte, die ich nicht hochladen muss und auf der anderen Seite, ja, Qualitätsverlust, ganz leichter vom Bild her. Aber bei Outriders klappt das ziemlich gut. Der RPG-Kill war eine ziemliche Frechheit. Und das auf Shotgun-Distanz. Es ist fast schon alles besser als die Shotgun auf kurze Distanz. Na, bis auf LMGs halt. LMGs sind in Call of Duty Spielen immer am schlechtesten dran. Ja, aber der Anfangsclip war nur da, um kurz mal den Qualitätsunterschied von der Aufnahme zu zeigen. Hat auch im Dezember ziemlich viel Zeit gebraucht, dass ich herausfinde, was alles nötig ist, um es zu verbessern. Wie jetzt zum Beispiel überhaupt in Call of Duty arbeite ich auch mit Filtern oder LUTs und habe meinen Kontrast und die Sättigung auch meistens ein bisschen raufgedreht, damit es ein bisschen farbenfroher ausschaut für YouTube und die nicht merken, dass es eigentlich ein Shooter ist, ein eiskalter. Und Audioprobleme habe ich sowieso auch immer kleiner gehabt. Mir ist vorgekommen, dass ich in letzter Zeit mit dem Mate, den ich aufgenommen habe, er immer ein bisschen robotisch sich anhört und in Outriders kommt mir auch oft vor, dass Hintergrundgeräusche sich ein bisschen so roboterhaft anhören. Nicht das Sturmgewehr, das im Englischen heißt es Roboter und im Deutschen heißt es Automatik. Automatico. Nicht dieses Robotik. Das ist mal ein schöner Doppel hier, wo ich den hinteren irgendwie noch komischerweise getroffen habe. Und der Flammenwerfer ist in der Map ziemlich gut. Überhaupt die Kirche brennt schön. Ich glaube, ich habe schon ein Video so hochgeladen mit brennender Kirche. Also dieses Thumbnail wird nicht wiederverwendet. Aber es fühlt sich jedes Demjansk. Ich kann die Map, glaube ich, wahrscheinlich nicht mal gescheit aussprechen. Fühlt sich sehr ähnlich an.
haben wir ja nicht. Shotgun meistens, Iterant Burst und dann Flammenwerfer-Spiele, wo einfach viel herumgebrannt wird, und das war auch schon der Flammenwerferlauf. Ganz kurz hier drinnen nochmal drüber gebrannt und wieder zurück zur Shotgun. Oh, ich sehe ja, ich habe noch einen Flammenwerfer. Das war, bevor sie den Dead Drop geändert haben, dass man nicht die Killstreaks sich so leicht verdoppeln und glitschen kann. Denn der Flammenwerfer, ich meine, Hunde sind natürlich auch ziemlich nervig und OP, aber der Flammenwerfer hat schon was, überhaupt mit der eigenen Flammenwerfermusik dann. Die macht dann ein bisschen ein Extra hier. Setze ich hinein den Flammenwerfer? Ich weiß es gar nicht. Das ist ein altes Spiel. Wie schon gesagt, Call of Duty habe ich viel in der Bank, aber es braucht meistens ein bisschen mehr Bearbeitung als Outriders. Rocket League habe ich wenig noch. Oh, da ist der Flammenwerfer. Rocket League ist vielleicht einmal pro Woche gedacht. Dabei habe ich vor eigentlich Elex, bevor der Elex Nummer 2, der zweite Titel von Elex rauskommt, das Videospiel Elex 1 nochmal durchzuspielen. Und Horizon und Dying Light kommen raus. Ich weiß nicht, was ich da machen werde. Ich würde gern Elex und Horizon nochmal durchzocken, beides, aber die brauchen beides so viele Stunden, dass das nicht wirklich möglich ist. Und ob er ist abgehaut, er ist entkommen. Und natürlich arbeite ich auch 30 Stunden in meinem Teilzeit- oder Vollzeitjob eigentlich. Arbeite an Musik weiter. Ja, Playthroughs sind geplant, aber zurzeit bin ich mit Online-Spielen und so und Grinden in diesen Online-Spielen ziemlich zufrieden. Wahrscheinlich werden die Playthroughs mit der Facecam dann zusammenkommen. Obwohl ich das meiste wahrscheinlich außer Fallout habe ich eigentlich noch immer im Hintergedanken, dass ich es vielleicht doch in Englisch machen will, weil ich das Spiel extra jetzt in Englisch auch runtergeladen habe. Also das ist auch geplant. Ja, ansonsten, das Spiel ist vorbei, den Sieg haben wir geholt. Ich bin nicht in der Killcam, ich bin Sniperfrau, Scharfschützenfrau. Die hat ja gar kein Scharfschützengewehr dabei. Diese wunderschönen Killcams, nur in Call of Duty in diesem Spiel. Sonst kriegen wir diese Killcams nirgends hin anscheinend. Ja, danke fürs Zuschauen ansonsten. Tschüss.